Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine interessante Passage von Herbert Kickl auf einer AfD-Pressekonferenz in Berlin. Sie verdeutlicht meiner Meinung nach sehr gut, wie gefährlich die Lage in Deutschland, Österreich und in Europa ist. Im Folgenden spiele ich euch die Passage vor. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt eine Art Staatsdoktrin, in Österreich gilt sie auf jeden Fall, wahrscheinlich auch in Deutschland, die lautet dann so ungefähr, du darfst nichts und niemanden diskriminieren, das ist auch gut so, außer die FPÖ in Österreich und die AfD in Deutschland und deren Wähler gleich oben drein. Und wenn man das dann tut, dann ist man nicht jemand, der eine Grenzüberschreitung begeht, sondern dann ist man jemand, der für sich dann noch in Anspruch nimmt, auf der guten Seite zu stehen. Das Statement von Herbert Kickl verdeutlicht sehr gut eine völlig asymmetrische Betrachtungsweise. Bei Moslems wird größtmögliche Differenzierung eingefordert. Wenn ein Moslem etwas Schlechtes getan hat, dann ist es auf jeden Fall sehr unredlich, andere Moslems in Mithaftung zu nehmen. Bei FPÖ und AfD gelten diese Maßstäbe genau nicht. Hier ist es völlig okay und selbstverständlich, dass wenn ein AfDler oder ein paar AfDler oder FPÖler irgendwas nicht gut gemacht haben, dass selbstverständlich alle anderen in Mithaftung genommen werden. Und dass die Leute am besten deswegen gar nicht mehr in der AfD oder in der FPÖ sein dürften. Das wäre das Gleiche, als würde man sagen, wegen dem Attentat vom 11. September dürfte man kein Moslem mehr sein. Weil ja die Attentäter auch Moslems waren und man müsste sich deswegen in größtmöglicher Weise davon distanzieren. Ich bin hier angetreten mit meinem Kanal, um die AfD-Anhänger zu warnen, dass es hier nicht um Dummheit geht, sondern dass da eine Systematik dahinter steckt, die am Ende nicht im Kommunismus oder Sozialismus endet, sondern die das Ziel hat, mörderisch zu sein. Und ich konnte es ja gar nicht mehr aushalten, wenn die ganzen Leute immer von Dummheit geredet haben und aber sie meiner Meinung nach in Wahrheit übertölpelt werden. Die Leute, die von Dummheit reden, die machen sich zu Helfershelfern von diesen Leuten, von diesen bösartigen Linken, die hetzen, weil durch Dummheit wird ihre Hetze legitimiert. Und sie hetzen auch nur so weit, wie sie ein Alibi der Dummheit haben. In einem anderen Video wurde die Frage gestellt, okay, das machen so viele, das sind also alles Nazis, das sind alles böse Menschen. Das ist teilweise richtig. Sie alle halten sich die Option zum Bösen offen. Tatsächlich, vielleicht haben drei Viertel der Bevölkerung halten sich eine Tür zum Bösen offen. Diesen Schritt durch die Tür gehen sie aber nur, wenn es für sie kein Risiko darstellt. Das heißt, die allermeisten werden damit aufhören, wenn sie ein Risiko sehen. Das ist das Gleiche wie bei Dieben. Wenn ein Dieb sieht, okay, er kann ganz einfach alles mitnehmen, keiner sieht ihn, es besteht keine Gefahr, dann werden viel mehr Leute Diebstahl begehen, als wenn es ein Alarmsystem gibt und sie sich sehr anstrengen müssen, um die Tat zu begehen. Und genauso ist es hier auch. Man muss diesen Leuten das Alibi verbauen, sie müssen sich blamiert fühlen, sie müssen öffentlich bloßgestellt werden, wenn sie es machen, und dann werden die allermeisten es sein lassen. Aber erst in dem Moment. Solange den Leuten nichts passiert, sie auf die AfD und die FPÖ einhauen können und dann die Anhänger höchstens sagen, ja, die Leute sind so dumm, wenn sie das machen, dann werden sie es immer mehr weiter und immer heftiger tun. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt und was euch noch aufgefallen ist. Macht's gut.